Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome to Lover 2 mit Makedonien. Und ja, überall, von überall her drückt es. Und wir haben einen Bürgerkrieg auch noch dazu. Ja, ne? Das ist ein bisschen blöd. Aber was gut ist, Armee-Sabotage. Was gut ist, ist, dass, jetzt der Dude hier sterben wird. Also, die haben jetzt hier das bekommen. Also, das ist ja alles schön und gut. Wir müssen unser Land hier wieder verbinden. Und das werden wir die nächste Runde machen. Wir haben, gerade Nahrungsmittelknappheit, was ein bisschen ärgerlich ist. Wird wahrscheinlich, Ja, komm, das kämpfe ich, das musst du dir verdienen. Das wird wahrscheinlich einerseits von, ja, von Agenten kommen und andererseits von dem Elendsviertel. So, also, schauen wir mal. Hier ist eine Ding. Hier kommen die hin. Und hier sind zwei. Hier sind zwei Leitern und da sind zwei Leitern. Ja, ich bin mal gespannt, woher die Armee kommt. Defensivposition. Ich muss auf jeden Fall versuchen, Geschossinfanterie zu euren Diensten. Muss ja versuchen, ihn. Nein, jetzt komm mal. Kommt mal dahin. Nein. Nein. So. Steinschleuderer. Ja, so passt. Gut, weil er hat ja eine zweite Full-Stack-Armee, aber wo, wissen wir auch nicht. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. So, bitte brennendes Geschoss, bitte brennendes Geschoss. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Von der anderen Seite. Von da. Von da hinten. Na schön. Ich sehe den ja gar nicht. Ah, das darf der schon alleine machen. So, jetzt ist die Frage. Habe ich hier ein Tor? Ja, da habe ich ein Tor. Und da habe ich ein Tor. Das heißt, ich werde... Also der will wahrscheinlich jetzt hier landen. Ich werde mit denen auf jeden Fall Richtung hier schon mal marschieren. Warte, die mach mal nicht, die feuert man gerade nicht. Ich will das selbst machen dann, also wenn sie kurz davor ist. Die dürfen schon schießen. So. Das braucht halt jetzt wieder ewig, bis der da ist. Ewig. Entschuldigung.
Oh, das kleine süße Haus. So. Es heißt zwar, dass Explosivgeschosse krasser sind gegen Infanterie, aber irgendwie finde ich es nicht, weil also wenn man mit den Explosivgeschossen trifft, ja, explodieren die, ach nee, und genau, machen einen Radius von paar Metern oder so eben einen Aufschlagsschaden, aber die meisten stehen halt dann wieder auf. Und hier beim Brennen ist halt so, dass die Kugel, hier sieht man es, die Kugel, oh nein, verdammt. Die Kugel fliegt halt noch weiter. Und das ist halt dann richtig übel. Das macht halt den krassen Schaden. Ha! Ich hab die Leiter zerstört. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Befehle? Ich will natürlich hier jetzt auch die Leiter zerstören. Oh, verdammt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wie viel Prozent hat die noch? Naja, sie dampft schon. So. Unser General wird angegriffen. Steinschleuderer. Die Frage ist, wo die hingehen. Also hier ist natürlich noch der General vor Ort, der wahrscheinlich Trouble macht, beziehungsweise wenn die Leiter es nicht schafft, dann wäre es natürlich perfekt. Aber die stehen jetzt einfach hier so rum. Oh ne, die schießen auf die. Ah, das ist hier wurscht. Also, wir könnten die noch zerstören. Ja. Ja, die müssen öfters treffen. Ah, das ist ärgerlich. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Das ist schade. Ja, wobei jetzt wird es öfters getroffen. Er kommt noch hin. Ja, er kommt noch rauf. Ich stelle mich einfach mal schon mal hier auf, falls er nicht die Leiter nimmt, aber ich glaube, er nimmt die Leiter. Geht er hin? Gut, er geht zum General. Das ist in Ordnung. Weil da hat er wirklich null Chance. Ah, okay. Er geht doch dahin.
Ja, er geht doch nicht dahin. Er weiß es selber nicht. Sieht wirklich so aus, als wüsste er auch nicht, wo er hin will. Ach, verdammt. Okay. Ich weiß jetzt halt echt auch nicht. Er hat jetzt auch noch Kopfgeld angemacht, als würde das ihm was bringen. Beziehungsweise ihm bringt es was. Mann. Also jetzt muss ich die halt auch nachholen. Oder er geht hier hin. Das könnte nämlich auch sein. Ach. So viele Probleme. Der musste ja nochmal neue formieren. Sonst hat er echt Trouble. Wie er das immer schafft, da durchzukommen, das ist echt richtig kacke. Okay, er geht komplett hier rein. Ich muss schauen, dass ich hier das habe, also das Tor wieder erobert habe, bevor er jetzt da reinkommt. Die müssen sich jetzt echt mal beeilen hier. Was starten wir? Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Bereit zum Einsatz. Schneller, 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 schneller. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Come on, schnell. Also. Puh, was für ein Stress hier. Gehen wir schnell hoch. Gut, also. Der General geht dahin. Der. Wobei, also, wenn der das Tor erobert oder das Tor zerbricht, was er jetzt macht. Wir haben einen Turm eingenommen.
zum Einsatz. Doppelte Geschwindigkeit. Steinschleuderer. Bürgerwehr. So. Unsere Tore sind komplett zerstört. Schnell vorrücken! Der geht jetzt auch auf die Leiter, ne? Ja, spannend. Das ist hier gut. Dass das passiert. Aber es ist blöd, dass der die Leiter benutzt. Gehst halt das Öl nicht mehr runter, das ist richtig kacke. Steinschleuderer! Die Speerkämpfe erwarten eure Befehle. Steinschleuderer! Doppelte Geschwindigkeit! Zu Befehl! Steinschleuderer! So. Pikeniere! Befehle? Steinschleuderer! Zu euren Dienst! Möge Hades sich unsere Feinde holen. Die Makedonier sind bereit. Geschosse bereit zum Einsatz. Ich konnte ihn noch aufhalten, bevor ich hier was mache. Ihr könnt hier reinschießen. Es ist echt blöd, dass ich die Leiter nicht kaputt bekomme. Ja, jetzt geht er da hin. Jetzt greift er die auch von der Seite an. Gut, dann würde ich sagen, ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Jetzt vorbei. Das ist ein schändlicher Angriff. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Der feindliche General ist tot. Wir haben noch den General erwischt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ja, naja. Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. Unsere Männer fliehen vor der knappe Niederlage. Naja, so knapp war es nicht. Also, ja. Nee, aber war nicht ganz unerfolgreich, sag ich mal. Also, der hat 1000 verloren. Wir haben 1600, also ohne die 1000 davor, haben wir vernichtet. Ja, passt. Jetzt hat er mich halt relativ weit nach Süden gedrängt. Der hier nervt.
Also der ist auch richtig gut. Schau, hier hat er auch schon wieder was bekommen. Ich muss meine Agenten... Ich biete euch Frieden. Nein, nein! Wir freuen uns über eure Einwilligung. Eure Weisheit gleicht der der Athene. Shut up! Du hast mir... Oh. Nein, ich wollte das nicht. Oh nein. Na komm, dich hole ich später. Wieso hat er mir den Krieg... Wieso hat er mir Krieg erklärt, wenn er kurz danach wieder aufhört? Das ist ja komisch. Naja, okay. Das da könnten wir rein, ganz, ganz rein theoretisch schaffen. Aber nur ganz, ganz rein theoretisch. Je nachdem, wo er hingeht. Je nachdem, also wenn er nur hier angreift, ist alles gut. Wenn er von hinten noch angreift, dann ist es nicht gut. Aber er hat nicht... Also er hat halt zweimal Pikiniere. Und einmal Hopliten. Also ich hoffe, dass er seine Fernkämpfer auf meine Bürgerwehr schickt. Das wäre natürlich sehr schön. Steinschleuderer! Doppelte Geschwindigkeit! Nahkampfgruppe! Bürgerwehr! Geschosse warten auf Ziele! Ja, so trefft ihr die nicht. Okay, Pikiniere gehen einmal da lang. Wir erwarten eure Befehle. Feuert auf den Feind! Keine Ahnung, was er da gerade macht, aber ja. Jetzt fangt endlich. Sehr gut, und jetzt flieht? Ja, ihr könnt nichts machen. Sehr schön. Und jetzt noch am besten zwei, drei Salben hier auf den bloßen Rücken des Generals. Wieso zieht die Schwerter? Ihr seid Beginiere. Okay, der geht an den Rücken von mir, das gefällt mir nicht. Könnte sein, dass er wartet, bis der in Position ist und dann greift er mit beiden meinen General an. Was ich dann mache, ist die andere Frage. Geschoss Infanterie zu euren Dienst! Wie man noch begeistert sein kann, wenn man von hinten beschossen wird. Der wankt auf jeden Fall gleich und das ist ganz schön. Ja.
Schade, dass er so rumbackt, aber ja. Schlimm finde ich es jetzt auch nicht. Dann behalte ich halt die Stadt. Ja, das war relativ easy, weil er so einen krassen Bug hat. Naja, schön. Fliegt halt. Sehr schön. Geschosse bereit zum Einsatz. Unser General wird angegriffen. Hier auf, wieder da auf. Die stellen sich mal hier auf. Und die stellen sich da auf. Super. Easy. Ich tausche mal den Platz. Nochmal den Platz. Ich gehe jetzt einfach hier hin. Mit beiden. Wieso geht ihr so rum? Sie können ihre Phalanx noch anmachen. Die Schlacht wendet sich zu uns. Natürlich. Bürgerwehr! So, vorspulen. Weil wir sind ja wieder voll über der Zeit. Die Männer wanken. Gut, alles klar, super. Knapper Sieg ist mir genug. Alter, die haben halt wirklich reingehauen, aber naja, der hat halt einen fetten Bug. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye, bye.